aufstehen! Da ich seit mittlerweile knapp 17.000 Jahren nicht mehr gevloggt habe, dachte ich mir, waren eigentlich die besten 17.000 Jahre meines Lebens. Burger King hat ein Bikini-Bottom-Menü rausgebracht. Und da es mein allergrößter Kindheitstraum war, selbst mal den Krabbenburger probieren zu dürfen, habe ich mir gedacht, es könnte auch sein, dass ich nach dem heutigen Video meine komplette Kindheit zerstört habe. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, dass wir heute mal zusammen zu Burger King gehen und gemeinsam den Krabbenburger probieren. Und da meine Kamera in der Reparatur ist, filme ich heute mit dem Handy. Wow! Daddy! Hier wollte ich eigentlich gerade eine coole Timelapse aufnehmen, wie ich mir mein Frühstück zubereite, aber dann... Können wir bitte auch mal ganz kurz festhalten, was ich für ein geisteskrankes Multitasking-Genie bin? Guck mal hier, ich mache, während ich die Eier schlage, Guacamole auf mein Brot drauf und checke die Zwiebeln in der Pfanne. Unfassbar. Es ist jetzt einfach mittlerweile schon 14 Uhr und ich habe einfach seit Frühstück vergessen zu vloggen. Hässlichster Ort in ganz Köln. Barbarossa-Platz. Ich weiß immer noch nicht, wie die hier die Verkehrsführung hingekriegt haben. So oder so wäre ich auf jeden Fall gerade zum Friseur. Hey Junge! Willst du einen grüßen? Hi, ich grüße. Mega, but yeah, she a stallion. The way that we dressin' ran out of Italian. New chain bussin', beat the medallion. Pour your own troubles out by the gallon. Francesco hat mir meine Haare fertig geschnitten. Man sieht gar keinen Unterschied. Das ist übrigens auch ein ziemlich hässlicher Ort von Köln. Hier ist einfach seit 30 Jahren eine Dauerbaustelle. Oh nee, Digga, ich glaube, ich bin hier irgendwo reingefahren. Ich bin tatsächlich in so einen verfickten Nagel gefahren und musste mir dann einen neuen Fahrradreifen kaufen, den ich auch noch selbst aufpumpen musste. Super, geiler Vlog bisher, klasse. Naja, wenigstens wurde ich beim Training dann freundlich empfangen. Eins nach dem Arschloch. Merkst du es in der Brust? Nee, wichtig nach dem Training ist übrigens nicht nur der Proteinshake, sondern tatsächlich auch die passende Ernährung. Und deswegen fahren wir jetzt zu Burger King und essen den neuen Krabbenburger. Ich weiß auch nicht, wie lange das soll. Sprachen lernen, Bubble. Okay, ich bin gespannt. Das hier ist der Bikini Bottom Burger mit SpongeBob. Übrigens. Diese Kerze hat mir Jeremy Fragrance geschenkt. Und wenn man die anzündet, hört sich's einfach an, als würde neben einem Pappkarton abbrennen. Das nervt so hart. Allerdings würde ich sagen, dass damit unser schönes Ambiente jetzt angerichtet ist. Und das hier der Krabbenburger sein soll. Was ist denn das? Das ist irgendein... Jeremy... Ja, jetzt sieht's ja auch einfach so aus, als würde irgendwas abgebrannt sein. Also ich habe gerade mal gegoogelt und diese gelbe Soße, die hier auf dem Krabbenburger drauf ist, ist anscheinend eine Ananassoße. Wegen Bikini Bottom und dem Haus, wo SpongeBob drin wohnt, eine Ananas. Schimmelt das dann nicht auch mal irgendwann bei dem unter Wasser? Das schmeckt erstaunlich gut. Also klar, man schmeckt halt raus, dass es Fastfood ist und halt von Burger King, so das Brötchen schmeckt unnormal scheiße. Ich glaube, das wurde gepflückt, als ich noch nicht auf der Welt war. So oder so bin ich aber ganz ehrlich, dieses Gemüsepatty oder was auch immer da drin ist, weil das Ding ist vegetarisch oder vegan, keine Ahnung, das schmeckt eigentlich stabil. Nur Burger fährt halt irgendwie so halb auseinander. Auf die Ananas. Oh, mein Patty ist rausgeflutscht. Ich dürfte den Krabbenburger. Keine, ja, 6 von 10. Ich würde mir den auf keinen Fall normal bestellen. Aber es ist okay. Es sind gerade 24 Stunden später. Und ich schneide gerade den Vlog und mir ist gerade aufgefallen, dass ich einfach nach dem Burgeressen nicht mehr weitergefilmt habe. And I've got to say in all honesty, it's the biggest piece of dog shit. Ehrlich gesagt, könnt ihr jetzt abschalten. Ich schneide mir jetzt nur noch die Fingernägel und dann bestelle mir was zu essen und gehe schlafen. Benutzt ihr einen Nagelknipser oder eine Nagelschere? Weil ich bin irgendwie ein bisschen am Struggle immer mit meinem Knipser. Aber ich habe den schon. Oh! Oh! Ich habe den halt schon voll lang, deswegen.
die ich den eigentlich nicht... Oh! Ihr schaltet jetzt besser ab.